Hallo, mein Name ist Eva Galacher und ich bin vom Beruf her klinischer Monitor. Ich hatte Pharma-Management studiert und habe mir immer schon gedacht, ein Job in der klinischen Forschung, das klingt super. Hatte aber in Wahrheit gar nicht genau gewusst, worum es da geht und was da eigentlich so passiert. Ich habe mich dann beworben und bin genommen worden und wie es der Zufall so will, hat das für mich hervorragend gepasst. 2005 habe ich mich dann selbstständig gemacht und bin seitdem selbstständiger klinischer Monitor. Was ist eigentlich eine klinische Studie? Bevor ein Medikament von einem Arzt verschrieben werden darf oder in der Apotheke verkauft werden darf, muss es zunächst ausgiebig in klinischen Studien getestet werden. Ganz grob vereinfacht geht es darum um zwei Fragestellungen, die beantwortet werden sollen mit der Studie. Das eine ist, wirkt mein Medikament, das heißt, hilft es dem Patienten und hat es tatsächlich die Wirkung, die wir uns erhoffen? Und die zweite Fragestellung ist, wie sicher ist das Medikament, also hat es vielleicht Nebenwirkungen? Wenn ich zum Beispiel eine lebensbedrohliche Erkrankung habe, werde ich vielleicht mehr Nebenwirkungen tolerieren können, wie zum Beispiel bei einer Chemotherapie, als wenn die Indikation leichtes Kopfweh ist. Da werde ich wahrscheinlich gar keine Nebenwirkungen haben wollen bei dem Medikament. Damit ein neues Medikament von den Behörden zugelassen werden kann, muss es eine ganze Reihe von klinischen Studien durchlaufen. Die werden üblicherweise eingeteilt in Phase 1 bis Phase 4, diese Studien. Eine Phase 1-Studie ist die erste Testung am Menschen. Das heißt, die Studienteilnehmer sind der gesunde, junge, freiwillige, erwachsene Probanden. In einer Phase 1 schaut man sich an, wie wird das Medikament im Körper aufgenommen, wie wird es verstoffwechselt und wie wird es dann auch wieder ausgeschieden letztlich. In einer Phase 2-Studie wird jetzt zum ersten Mal die Substanz in Patienten getestet. Das heißt, ich schaue mir schon an, in der Indikation, wo ich mir eine Wirkung erhoffe, wirkt das Medikament. Und wenn die Phase 3 auch positiv abgeschlossen worden ist, dann kann ich mit den Daten zur Marktzulassung einreichen. Nur 8% aller Prüfpräparate, die in die Phase 1 eintreten, werden am Ende nach der Phase 3 auch die Marktzulassung erhalten. Nach der Marktzulassung gibt es auch noch klinische Studien. Das sind dann die klinischen Studien der Phase 4. Das sind typischerweise Auflagen von Behörden, die an die Auftraggeber erteilt werden. Bevor eine Studie starten darf, muss die Pharmafirma, das ist der Auftraggeber der klinischen Studie, vorher bei der Behörde die Genehmigung dieser klinischen Studie beantragen. Wenn da grobe Mängel festgestellt werden, kann es sein, dass die Studie abgebrochen werden muss. Der Goldstandard bei einer klinischen Prüfung ist die doppelblinde, randomisierte, placebo-kontrollierte Studie. Das läuft so ab, es gibt zwei Gruppen. Die eine Gruppe von Patienten erhält das echte Medikament und die andere Gruppe erhält ein Scheinmedikament, ein Placebo. Der Patient wird wie mit einem Münzwurf per Zufall in eine von diesen beiden Gruppen zugeteilt und er weiß selbst nicht, ob er in der einen oder in der anderen Gruppe ist. Man sagt, er ist verblindet. Auch der Prüfarzt weiß nicht, ob sein Patient in der einen oder anderen Gruppe gelandet ist. Er ist auch verblindet. Man sagt also doppelblind zu diesen Studien. Erst ganz zum Schluss, wenn alle Patienten die Studie komplett durchlaufen haben und alle Daten gesammelt sind, wird sozusagen das virtuelle Kuvert geöffnet und ich schaue rein, was hat der Patient eigentlich bekommen. Werden die Studienteilnehmer für ihre Teilnahme bezahlt? Nein, nur in Ausnahmefällen. Würde ich jetzt einem Patienten übermäßig viel Geld anbieten, dass er an einer Studie teilnimmt, würde er wahrscheinlich ein größeres Risiko auf sich nehmen, als er sonst bereit wäre, auf sich zu nehmen. Und das wäre unethisch. Die Ethikkommissionen verbieten deshalb in den meisten Fällen eine Bezahlung an den Patienten. Ich bin sozusagen das Bindeglied zwischen dem Sponsor auf der einen Seite, das ist der Auftraggeber einer klinischen Prüfung, also eine Pharmafirma, und der Studienklinik, dem Prüfarzt, an der die Studie stattfindet. Ganz zu Beginn suche ich im Auftrag der Pharmafirma Studienkliniken, die für die Studie in Frage kommen. Dann bereite ich alles für die Einreichung bei den Behörden vor. Sobald diese Genehmigung erteilt ist, fahre ich in regelmäßigen Abständen immer zu diesen Studienkliniken hin und schaue, dass da alles ordnungsgemäß abläuft und auch gesetzeskonform, bis die Studie dann schließlich überall beendet wird. Sie sehen, es ist ein langer Prozess, bis ein Medikament zugelassen wird, das Ihnen helfen kann.